Sie haben gesagt, worauf es ankommt. Und dir erklärt, was richtig ist. Doch nur du allein kannst die Antwort finden. Auf das, was wirklich wichtig ist. Dass du liebst, als hätte dich nie niemand verletzt. Dass du tanzt, als würde keiner hinschauen. Dass du singst, als würdest du die Welt. Es hier das Paradies. Du hast erfahren, wie sich Leben anfühlt. Wie ein Augenblick alles ändern kann. Es gibt so viel, was wir nicht verstehen. Alles fühlt sich besser an. Wenn du liebst, als hätte dich nie jemand verletzt. Wenn du tanzt, als würde keiner hinschauen. Wenn du singst, als würdest du die Welt vergessen. Wenn du Dankeschön. Oh, vielen, vielen Dank. Schön, Uta. Hat das jetzt Spaß gemacht, dieses Lied jetzt endlich mal vor Publikum singen zu dürfen. Toll, oder? Wow, vielen, vielen Dank. Komm. Ihr seid so toll. Ihr habt mir jetzt eine ganz große Freude damit gemacht. Dankeschön. Komm, wir drehen uns, dann sieht man dieses wunderbare Publikum immer noch im Hintergrund. Und das war so toll, dass du heute hier bist und auch noch mit so einem brandneuen Song. Der hat ja eine ganz besondere Bedeutung für dich, glaube ich. Ne? Ja, also das ist eigentlich ein irischer Segenswunsch und ich habe das irgendwann mal gelesen und das hat mich total tief beeindruckt. Und es geht ja letztendlich darum, dass man nicht das tut, was anderen gefällt, um es anderen recht zu machen, sondern das tut, was einen selber glücklich macht, seinen eigenen Weg geht. Und ja, wir haben alle nur ein Leben und wir sollten alle das Beste draus machen. Oh. Ja, es kann dann auch so ein bisschen Lebensorientierung geben. Ja. Also ich glaube, es ist gerade auch in dieser Zeit ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Also es ist heute, ich muss mal schon mal zusammenfassen, nicht nur der Abend des Feierns, sondern auch der Abend der wunderschönen Worte und Weisheiten. Also das ist wirklich ganz toll. Und danke. Du kennst auch unseren. Deshalb liegt er mir auch so im Herzen. Ja, das merkt man. Das ist schön. Mhm. Das ist toll, wenn man das spürt. Und das merkt man auch unserem nächsten Künstler an, dass er das, was er macht, mit Leidenschaft und viel, viel Liebe tut. Du kennst ihn auch. Du moderierst ja die MDR-Wunschsendung Musik für Sie. Ja. Da steht er, glaube ich, auch in der Gunst der Zuschauer sehr hoch. Ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Und wir hatten ihn auch gestern zu Gast bei Musik für Sie.